Der Tierpark in Freiberg wurde 1961 gegründet. Angefangen hat es mit dem Vogelhaus. Auf einem Areal von ca. 3 Hektar werden hier etwa 120 bis 140 Tiere, die sich in 12 verschiedenen Tiergattungen unterscheiden lassen, beherbergt. Und so werden der Tierbestand und die Außenanlage gepflegt. Unser Team besteht zurzeit aus 3 festangestellten Mitarbeitern. Und wir pflegen natürlich, machen die ganze Tierpflege und pflegen auch selber die Außenanlagen. Bedeutet für unsere 3 Mitarbeiter, dass natürlich auch der Tierpark 365 Tage im Jahr betreut werden muss. Seit Anfang des Jahres ist Lisa Hertel hier im Tierpark als Tierpflegerin tätig. Ja, wie kommen wir zum Tierpfleger? Ich hatte schon immer mit Tieren zu tun, bin auf dem Bauernhof nebenan groß geworden. Und da war das für mich klar, dass ich irgendwas mit Tieren machen will. Da war die Auswahl schon relativ gering und dann ist die Wahl auf Zootierpfleger gefallen. Und dann heißt eine Ausbildungsstelle finden. Und nach 3 Jahren hat man die abgeschlossen, im besten Fall. Und dann heißt es auf Jobsuche. Und durch einen glücklichen Zufall konnte ich dann hier anfangen. Neben verschiedenen Haustierrassen wie Esel, Hühner und Gänse, die zur Bereicherung des Tierbestandes beitragen, gibt es auch Tiere aus verschiedenen Ländern. Wir haben hier im Tierpark eigentlich von jedem Kontinent was vertreten. Zum Beispiel hier im Hintergrund, die Zwergziegen kommen ursprünglich aus Afrika. Von Europa haben wir zum Beispiel unsere Frettchen. Die kommen ursprünglich von hier und zum Beispiel ein Vertreter von Nordamerika mit die Waschbären. Neben Dammwild und Mufflon finden Sie hier auch Hängebauchschweine und den Rotfuchs. Mit den Skudden, das ist eine kleine Schafrasse, leistet der Freiberger Tierpark einen kleinen Beitrag zur Arterhaltung gefährdeter Haustierrassen. Alle Tierparkbewohner wollen auch versorgt sein und so wird das Futter von den Mitarbeitern zusammengestellt. Auf das, was in den letzten Jahren hier geschaffen wurde, sind alle stolz. Der Freiberger Tierpark ist zu einem Besuchermagnet geworden. Was natürlich ein großer Besuchermagnet ist, sind zurzeit unsere Papageien, die Amazonen. Da haben wir das große Glück, 6 Stück haben wir da und die können alle gut sprechen. Also stehen die Besucher den ganzen Tag davor und unterhalten sich mit den Papageien. Das ist unser großer Besuchermagnet. Allerdings, wenn wir uns die einzelnen Gehege mal betrachten, stelle ich immer wieder fest, es ist fast jedes Gehege für sich ein einzelner Besuchermagnet. Die Tiere werden, wie anfangs gesagt, das gesamte Jahr betreut. Auch in den Wintermonaten werden diese artgerecht gehalten. Wir haben sowohl winterharte Tierarten als auch welche, die im Winter untergebracht werden müssen. Die Ziegen zum Beispiel, die können im Winter auch draußen bleiben, das ist kein Problem. Hingegen die Papageien, die wir hier haben, müssen wir im Winter zusehen, dass es, wenn es kalt genug draußen ist, dass die drinnen eine warme Rückzugsmöglichkeit haben. Genauso wie im Vogelhaus sind auch ein paar Tierarten dabei, die es brauchen, es warm. Und die Schildkröten kommen wir da auch rein. Und auf die Frage, wie es mit dem Nachwuchs aussieht, bekamen wir diese Antwort. Ja, zurzeit haben wir bei den Zwergziegen Nachwuchs, wie man im Hintergrund schön sieht. Bei den Skutten haben wir 2 Jungtiere. Bei den Dammwild haben wir ältere Jungtiere, erwarten aber auch bald wieder welche. Und immer mal wieder sind im Hasenstall und Meerschweinchenstall Jungtiere anzutreffen. Der Bestand des Geheges trägt auch dazu bei, die Liebe zu Tieren zu fördern. Insbesondere bei Kindern. Die Bildung ist eine wichtige Aufgabe des Tierparks. Wir realisieren das in dem Falle, dass wir Führungen durchführen und auch für die Schulen fächerverbindenden Unterricht, also Geografie, Biologie und so weiter ist dabei. Und wir übernehmen dort einen großen Part auch mit den Schulen gegenüber. Führungen können telefonisch angemeldet werden unter Telefon Freiberg 24 76 74. Der Eintritt ist frei. Finanziert wird der Tierpark durch die Stadt Freiberg. Die Besucher und Tierfreunde können natürlich den Freiberger Tierpark mit unterstützen. Also die größte Unterstützung erhalten wir im Tierpark, wenn wir wissen, dass der Besucher sich ans Fütterungsverbot hält. Wir haben aus dem Grund in allen Tierparks und allen Zoos Fütterungsverbote, weil wir die Tiere ausreichend von unserer Seite her füttern. Und es geht auch darum, dass manchmal vom Besucher das Falsche gefüttert wird und manchmal auch viel zu viel gefüttert wird. Wir haben überall im Tierpark Spendenkassen aufgestellt und wir wären auch dankbar für eine kleine Spende. Da wir keinen Eintritt kassieren, wäre es schön, wenn doch jeder Besucher eine kleine Spende hier lassen würde. Geöffnet hat der Tierpark täglich ab 9 Uhr. Und ein Besuch, der lohnt sich auf jeden Fall.